Wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rancher. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Gute Mary, das ist der Plasma. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten und eben dich versiehst. Denk daran, ein guter Splicer ist ein glücklicher Splicer. Da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam... Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Parasit treibt sich herum. Thank you.
Moment, Mr. Souchon. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn. Weil sie dazu neigen, die Probanden... Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Ich versinke in seinem... Zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig.
Mal. Und die Versuchung, sich trotz der Ausgangssperre etwas Adam zu besorgen, ist verständlich. Nimm mich! Aber ein Nimm meinen Körper! Ist wo? Verhalten Sie sich vernünftig und Sie ersparen sich nicht. Einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Bruder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Tim im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 53... Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Um hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Thank you.
Rapture verenden. Heute umsieht sie. Ich hab gesagt, du spielst doch. Dieses Ding. Dieses Ding war nicht unsere Masche. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Wir wollen diese Fabrik, jetzt gebe ich dir nochmal Rat. Die alte Peach wird mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Pass dich auf. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmin. Dich hier rein wie ein Attentäter und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Raus hier!
Sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zu... Mach dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. An dir Kiemen wachsen zu lassen. An diesem verdammten Ort.
Gefahr, wenn wir einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommen. Schiebt Reinhardt ein Stück weiter von uns weg. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich's geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Nazareth-Vektor nennen. Vielleicht erwischt sie auch die Barriere der alten Tage wieder am Leben. Was hat man davon, dass man ein Genie ist? Julie, meine Liebe. Den Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbid. Auf diese Müllhalde. Die Sklaverei, der Holocaust, die Diktatur.
Widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist... Sollten Sie nun also hören. Mein Fluch, meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch, mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren ab. Athletische Leistung. Ich weiß, warum du gekommen bist.
hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das sich nicht lange konzentriert wie deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Gestatte, dass ich den Vorhang öffne. Ich kann deinen Atem sehen. Das ist nicht schön. Das war erfrischend. Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrichon ein. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Ich bin aber froh, dass das nicht mehr ist. Wird man hier eigentlich mal bedient? Versuch doch mal. Vielleicht! Wen hältst du denn? Ich hab gehört, da schwärmen die Leute in Kriegen.
Ernest Rapture. Wir alle haben Rechnungen zu bezahlen und die Versuchung, sich trotz der Ausgangssperre etwas Adam zu besorgen. Du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Und jetzt geh! Sieh zu, dass du nach Herr Fentes kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Broadway sein können. Die Sensation von Hollywood. Stattdessen bin ich dir in diesen feuchten Kübel hier gefolgt. Immer wenn du mein Talent brauchen konntest, habe ich es dir geschenkt. Und jetzt verrotte. Wenn ich eins vernichten muss, um das andere zu retten, dann soll es eben so sein. Ich musste diesen dreckigen erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonikor Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern. Keiner schnickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Und was habe ich jetzt davon? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Dass ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt.
Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang. Bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer Stärke. Ich hab die Kleine, die heute in den gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug. Spleiser schaffen gerade die... Und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn da... Das Grundgehäuse ist fertig. Fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich vier. Gelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Gefällt es dir hier? Du empfindest...
Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Süßen Welpen das Genick. Nein, bitte! Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein! Nein! Fontaine ist in Rapture sozusagen. So aus, als ob es zwischen Fontaine. Ich bin nicht mehr.
Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. In dem Zustand, in dem Fontaine sich versetzt hat, ist es zu gefährlich, deine Plasmide. Wollte Frank Fontaines Kopf. Ich habe ihm seinen Wunsch erfüllt. Dank Atlas hatte ich ein neues Gesicht. Oh, Mrs. McClintock, was machen Sie denn hier? Lassen Sie mich das schnell abstellen. Thank you.
Bleib von meinen Papieren weg! Ich gebe zu. Spleißer ist ein glücklicher Spleißer. Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet? Krieg ist schrecklich.